Hallo meine Süßen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute mache ich ein Video über, was mache ich eigentlich ein Video? Mir ist einfach nichts eingefallen und da ja sehr wenig Vorschläge von euch kommen, mache ich heute einfach mal ein Video über Bücher. Über Bücher, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Und ich werde euch erzählen, wie sie mir gefallen und keine Ahnung, ich werde einfach etwas drüber erzählen. Und ich wollte an dieser Stelle, damit ich das schon gleich abgehakt habe, wollte ich ein ganz, ganz liebes Dankeschön aussprechen an meine lieben Abonnenten in Instagram und auch in YouTube. Und ich liebe, liebe, liebe euch und ich bedanke mich, dass ihr so fleißig meine Videos guckt und mich abonniert. Und ich hätte da gar nicht mit gerechnet, dass überhaupt jemand das anguckt oder so. Aber anscheinend mache ich was richtig und deswegen freue ich mich und mache natürlich auch weiter, aber würde mich natürlich auch über Vorschläge von euch freuen. Wie gesagt, danke, 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 ihr seid die Besten. So, und Nummer zwei, ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass sie das jetzt schaut, weil ich es dann hochgeladen habe, das Video. Ich wollte mal ganz herzlich meine Schwester grüßen. Ja, den kleinen Engel. Und ich hoffe, sie ist jetzt zufrieden, weil ich sollte ja unbedingt, sollte ich sie grüßen. Jetzt kommt auch noch mein Freund. Ich glaube, der will auch mal Hallo sagen. Nein, er geht wieder. Gut, mach's gut. Tschüss, bis gleich. Ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Buch. Ich habe mir meinen Ratgeber geholt, weil wir einen Hund haben und der ja noch sehr klein ist und das ein Welpe ist. Und ja, deswegen habe ich mir ein Welpenerziehungsbuch besorgt. Kam noch nicht wirklich so dazu, es zu lesen. Da kommt er auch gerade. Guten Tag. Kam noch wirklich nicht so wirklich dazu, das zu lesen. Ich habe das mal so überflogen, habe einige Kapitel mal so durchgeblättert. Das ist jetzt nicht schlecht. Das ist von der Katharina Schlegel-Koffler. Das ist aus dem GU Verlag. Und das hat gekostet 16,99 €. Ja, und da ist alles drin. Also so von A bis Z ist da wirklich alles dabei. Und hier ist auch die ISBN-Nummer, wenn man das erkennen kann. Und wenn ihr euch die aufschreibt, abschreibt, keine Ahnung, dann könnt ihr das Buch auch im Internet bestellen oder so. Wie gesagt, ist nicht schlecht und viele, viele Seiten. Vielleicht kann man das so besser. Also auch bildlich alles erklärt und so. Und ja, nicht schlecht. Kommen wir zum nächsten. Und zwar hat das der Martin Schneider hat es geschrieben. Ich finde den Comedian einfach total lustig und mit seinem Akzent allein kommt vielleicht daher, da er aus demselben Raum kommt wie mein Freund und vielleicht mag ich ihn deshalb. Auf jeden Fall heißt das Mach mal halblang und andere Weisheiten aus dem Ajebeger. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ist ganz lustig, ist wirklich lustig erzählt, also macht er ganz toll. Das beste Buch von und mit und über Martin, sagt Otto Walkes übrigens. Das hat 8,99 € gekostet. Aber ich habe jetzt hier, glaube ich, keine ISBN-Nummer. Ich gucke gerade. Doch, erstmal so sieht das aus. Und so sieht es von hinten aus. Und dann habe ich, falls es euch interessiert,
Ja. Die steht dann hier. Könnt ihr euch ja mal rausschreiben. Ja, auch ganz schön. Also kann ich auch empfehlen. Dann habe ich mir mal eins gekauft. Da habe ich so lange am Bahnhof irgendwie, glaube ich, gewartet. Und ich will nicht sagen, dass es ein Fehlkauf war, aber es ist sehr trockene Lektüre. Und zwar heißt das Buch, das ist von Hans-Ulrich Jörges, Regierung verzweifelt gesucht, ist eine Empfehlung vom Stern, Zwischenrufe zum Zustand der Berliner Republik. Hat 7 Euro gekostet. Ja, da wird einfach ein bisschen kritischer auf unsere ganze Politik geguckt und es soll aufgeklärt werden, inwieweit wir denn verarscht werden, auf Deutsch gesagt, von der ganzen Obrigkeit. Ja, also wer auf trockene Lektüre steht, das ist, glaube ich, ja, dann das Richtige. Also ich finde es sehr schwer. Es ist, ja, weiß ich nicht. Es ist eine Abendlektüre, ist es jetzt nicht unbedingt. Das ist wirklich, da muss man sich echt Zeit nehmen. So sieht das aus. Jo. Und dann gucke ich gerade mal nach der ISBN-Nummer, damit ihr die auch gleich rausschreiben könnt. Hoffentlich sieht man die da. Und dann könnt ihr das auch im Internet bestellen, wenn es das überhaupt noch gibt oder keine Ahnung. Also, Daumen nach unten. Gut, da ich ja mal ein Pferd hatte, wie viele von euch mit Sicherheit wissen, und ich mich ja sehr gerne belese, was man da halt noch alles so machen kann, habe ich mir ein Buch gekauft über Bodenarbeit. Diejenigen, die keine Pferde haben, wissen überhaupt nichts damit anzufangen, kann ich mir vorstellen. Aber diejenigen, die Pferde haben, die wissen Bescheid. Und deswegen ist das so ein kleines, ja, wie soll man sagen, was ist das eigentlich? Ein kleiner Ratgeber, was man halt, wie man die Pferde bestärken kann vom Boden aus sozusagen. Also was man da ja machen kann, über Plan gehen lassen, über ja Stangen und durch Flatterbänder durch, wie man einfach das Selbstbewusstsein ein bisschen stärken kann, ein bisschen spielen kann mit den Pferden, das ist ganz gut. Geschrieben hat das die Christa Arz und das Buch heißt Bodenarbeit Pferdetraining an der Hand. Hat gekostet, keine Ahnung. Der Preis ist schon ab. Aber ich denke mal, um die 13 Euro oder so, nehme ich an. Will ich nicht festlegen. So sieht es aus. So. Hopp. Und vorne. Und wenn ich jetzt gut bin, habe ich die USA. Tibi. Steht sogar hier drauf. Bitteschön. Und das kriegt einen, ja, so einen Daumen. Weil, ja, kann halt nicht jeder was mit anfangen. So, das vorletzte Buch kann ich sehr empfehlen. Finde ich ganz gut, obwohl ich damit auch noch nicht wirklich fertig bin. Habe ich nur mal so reingelesen, aber ist ganz witzig. Und zwar heißt das Unter dem Herzen, Ansichten einer neugeborenen Mutter. Und es ist wirklich so geschrieben. Von Anfang an, also wo es noch gar nicht gewusst hat, bis zum Schwangerschaftstest und zur Geburt und bis das Kind dann da ist und so weiter und so fort. Ganz toll. Also für diejenigen, die noch Mama werden oder gerade schwanger sind, ein absolutes Highlight, glaube ich, was man sich da an Schwangerschaftslektüre noch zulegen kann, obwohl es halt nicht so wirklich ein Ratgeber ist. Es ist halt eher was zum Schmunzeln. Also vielleicht auch für Mamas, die schon, die das schon kennen, ist es, glaube ich, auch ganz toll, dass so mal ein bisschen, ja, man erkennt sich, glaube ich, ganz gut darin wieder. Das hat gekostet 14,95 und ist von, das kann ich nicht aussprechen, glaube ich, Ildiko von Kürti oder so. ja. Und kommt aus dem Wunderlich Verlag. Ich habe jetzt, glaube ich, nur einmal den Verlag vorgelesen, ne? Naja, gut. Ihr werdet das mit Sicherheit schon finden.
Und das sieht so aus. Tada! Und ich glaube, mein Baby weint gleich. Oder weint schon. Ich muss auch gleich mal hin. Und die ISBN-Nummer steht hier aber ganz klein diesmal. Eieiei. Hoffentlich könnt ihr das sehen. So. Gut. Oh, mein Akku macht gleich die Biege. Uiuiui, ganz schnell. Das letzte. Crossfire-Versuchung. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, aber der Spiegel hat es empfohlen und das ist ein Bestseller und ja, deswegen habe ich es mir gekauft. Ich habe es aber noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu jetzt noch nicht wirklich was sagen. Oh, und mein Kleiner hat Zahnschmerzen. Deswegen machen wir jetzt ganz schnell. So sieht's aus und ist aus dem Heyne Verlag. Und so sieht's von hinten aus. Ja. Und hier ist die ISBN-Nummer. Und es hat übrigens 10 Euro gekostet. Jo. So, damit wären wir fertig. Und ich hoffe, das Video war jetzt nicht ganz so kurz und abgehakt. Und das nächste wird bestimmt besser. Ich gelobe Besserung und dann sehe ich bestimmt auch viel besser aus. Aber da ich nie wirklich Zeit habe, ein Video abzudrehen und das alles mal zwischen Tür und Angel, ihr seht ja, ne? Das ist alles sehr stressig. Und jetzt klingelt auch noch mein Wecker. Oh Mann, oh Mann. Ich muss ihn irgendwie anders stellen. Aber ich verstehe ihn nicht. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, weil wir haben heute Freitag, morgen haben wir Samstag und morgen lade ich es hoch. Und bis zum nächsten Video. Ciao.